Dieses Buch gibt es heute auch, bitte. Und das Wunderschöne ist, der Autor hat sich bereit erklärt, es persönlich zu signieren. Und auf diese Möglichkeit, auf diese Option sollten Sie nicht verzichten. Und jetzt bist du dran. Also das war jetzt vielen Dank. So viele Komplimente und so viel positive Stimmen. Das Problem ist dann der Erwartungsdruck. Sie kennen das, man kennt es aus dem Privatleben. Nicht? Zu viele Komplimente erzeugen dann beim Gegenüber zu Erwartungsdruck, dem nur gerecht werden zu müssen. Ja? Nichtsdestotrotz, ich freue mich wirklich über die Einladung. Ich finde es auch toll, dass, das wusste ich nicht als Salzburger, dass wir hier Full House haben im Steirischen Presseclub. Fantastisch. Darf ich nur kurz fragen, sind Sie Journalisten, sind Sie PR-Schaffende, sind Sie weder noch? Meistens sind keine Journalisten. Journalisten bin ich auch. Alles. Okay. Ja, okay, gut. Das Problem bei solchen Vorträgen ist immer, erzähle ich Ihnen Neues. Ja? Gähnen Sie, machen Sie mir ein Zeichen, wenn ich Ihnen mehrheitlich nichts Neues erzähle. Ne? Der Vortragende muss ja immer was Neues bieten, was Sie noch nicht kennen. Wie bin ich auf die Sache gekommen? Warum habe ich das Buch geschrieben? Ich mache es jetzt mal ganz aus dem Stegreif und frei. Der Begriff Roboterjournalismus geistert ja seit einigen Jahren durch die Medien. So, also bei uns so seit 2014 die ersten amerikanischen Companies, Automated Insights und Narrative Science, wie sie hießen und immer noch heißen, gibt es schon seit 10 Jahren. In Österreich gibt es noch keine Company, die das macht. Also ich habe zumindest noch keine gefunden. Natürlich, die Startup-Szene entwickelt sich dynamisch von heute auf morgen. Vielleicht wissen Sie mehr, aber ich habe es nochmal nachgeschaut. Zum Zeitpunkt der Deadline des Buchs gab es noch nichts. In Deutschland ist es schon eine Nische, sagen wir mal. Ja, es gibt dieses Unternehmen AX Semantics in Stuttgart. Es gibt Redresco in Berlin, die habe ich auch besucht. Die werde dann kurz was hoffentlich Spannendes erzählen. Und die sagen natürlich, das, was wir jetzt sehen im Bereich des automatisierten Inhalts, nämlich so Sportberichterstattung, lokale Wahlergebnisse, Wetterbericht, das ist der erste Schritt. Das, was kommen wird, ist, wenn Sie ab einem gewissen Alter, ist man dann auf Kur, ich war auch schon auf einer, und dann gibt es am Schluss einen Kurbrief, ja, so einen Arztbrief. Wann immer Sie Zahlen, Daten haben, den man in einen Satz einfügen kann und sich die Sätze wiederholen, weil sich ja auch die Fälle bis zu einem gewissen Grad wiederholen, ist der Content automatisierbar. Das heißt, Redresco sagt, Sie werden in allernächster Zeit keinen Arzt brauchen, der, Sie kennen das vielleicht, auf diesem Gerät da sitzt und was ansagt. Dann gibt es ja auch schon Software wie zum Beispiel Trint, die automatisch das Angesagte schon in einen schriftlichen Text umwandelt. Also das wird ein Anachronismus sein, dass da der Arzt sitzt, der tut der Blutdruckmesser, stellt er sich auf die Waage, dann spricht er was auf und dann gibt es eine Sekretärin, die muss es dann auch abtippen und 6 Wochen drauf kriegen sie den Brief. Das kann also alles automatisiert werden. Ja? Und da sind wir vielleicht erst am Anfang. Das heißt, wenn ich jetzt zum Anwalt gehe, zu meinem Anwalt und sage, bitte erklären Sie mir § 42d vom österreichischen Urheberrechtsgesetz, ist das anwendbar auf das und das? Da ist das Thema, das Sie vielleicht auch schon gehört haben, Legal Tech heißt das jetzt. Legal Tech, Legal Tech. Das heißt, Sie werden ein Expertensystem haben, das Ihnen diese Frage schneller und vor allem billiger beantwortet. Ja, das sind jetzt nur 2 Szenarien, das kann natürlich noch viel weiter gehen. Die Frage, die Journalisten immer stellen, ist, wo endet denn das? Ja, also kann Roboter-Journalismus-Software einen Kommentar schreiben? Hat Software eine Meinung? Beziehungsweise können Sie eine Software filtern mit schreib einen kritischen Kommentar über die österreichische Bundesregierung? Kann die Software dann im Archiv die Kommentare von Standard und Presse und Co. absuchen und baut die dann was Neues oder sampelt die nur? Ja. Das sind im Moment die offenen Fragen. Ich glaube, das kann man mit Journalistinnen und Journalisten sehr gut diskutieren. Ich habe die APA besucht, die Katharina Schell, die APA-Chefredakteurin, interviewt. Da ist ein, Sie kennen es vielleicht eher, das sind eher Leute von der APA hier, da ist ein fast so ein Mini-Gubien dort in dem neuen Großraumbüro der APA und da wird halt experimentiert. Ja. Und eines dieser Experimentalfelder ist der Schreibroboter Egon. Ja. Und der Schreibroboter Egon, da gibt es einen Prototyp im Netz, da googeln Sie APA und Egon und dann kommen Sie hin, der macht ja bisher auch Fußballspiele automatisiert. Ja. Und das Spannende ist jetzt,
warum habe ich mich damit beschäftigt, warum habe ich das interessiert? Ja, wie geht das eigentlich? Also das heißt, die Grundfrage, fast die sprachphilosophische Frage ist ja, wie entsteht Neues? Ja, also das heißt, das, was der Herr Weber hier jetzt Ihnen so spontan erzählt, ist sozusagen der Livestream aus seinem Gehirn. Ja, kann das ein Computer oder kann ein Computer nur das samplen und neu konfigurieren, was schon da ist? Und wie Sie vielleicht wissen, gibt es da zwei technologische Ansätze. Das eine ist der Template-basierte Ansatz im Bereich des Roboterjournalismus. Wie funktioniert der? Da habe ich eben mit dem Alexander Siebert von der Firma Retresco gesprochen. Retresco ist neben AI-Semantics jetzt im Moment in Deutschland der Pionier in dieser aktuellen Entwicklung. Und der Template-basierte Ansatz schaut so aus. Wenn Sie an Fußballberichterstattung denken, hat Retresco 3.000 bis 4.000 Templates. Ein Template, das jetzt wichtig ist, definiert als Satz oder sogar nur Satzbaustein, also nicht das ganze Artikel. Und diese 3.000 bis 4.000 Sätze, Satzteile, werden von der Software konfiguriert. Das heißt, wenn Sie jetzt eingeben, ich bin ein völliger Nullinger im Bereich des Passivsports, also das heißt, ich kann Ihnen jetzt leider nicht irgendein Beispiel sagen, was in der Lokalliga in der Steiermark, ich habe keine Ahnung. Ja. Also ich sage jetzt einmal, helfen Sie mir. Ja. Also der Andritz, Lokalliga, spielt gegen Sie, kennen Sie da aus? Sturm Graz, so heißt das genau, spielt gegen so. Ja gut, das ist aber nicht lokal, es müssen hyperlokale Sachen sein. Ja. Und da passiert irgendwas, 1:0 in der 33. Minute, dann kriegt er rote Karten, dann gibt es einen Lattenschuss und so weiter. Sie füttern eine Datenbank mit diesen Ereignissen und unten kommt ein Netz raus. Das halte ich für Magie, das halte ich für sensationell. Und es gibt nicht wenige Autoren, und jetzt komme ich sozusagen zu dem, was ich eigentlich vorbereitet habe und Ihnen nur kurz erzählen werde, die sagen, das ist der größte historische Umbruch seit Jahrzehnten. Haben in spektrum.de 9 Wissenschaftler im sogenannten Digitalmanifest 2015 gesagt. Der große Umbruch ist, dass erstmals in der Geschichte dieser jungen Entwicklung der Digitalisierung und der Computerisierung, die Software sie nicht unterstützt, so wie Word oder Rechtschreibkorrektur bei Word und so weiter, sondern die Software übernimmt sie als Autor. Das ist neu. Ja? Und dieser erste Ansatz, der Template-basierte Ansatz, ja, wo die Software eben mit Sätzen und Satzbausteinen arbeitet und in der Lage ist, das könnte man dann sogar live demonstrieren, dann hat er zum gerade dann die Daten hinein in den Text und Schutz, kommt unten der fehlerfreie Text raus, in Millisekunden, das ist das eine. Und das andere ist der Ansatz, der auf den künstlichen neuronalen Netzen basiert und wo es tatsächlich darum geht, dass der Computer, die Software, ein bisschen das imitiert, was ich jetzt tue, nämlich den freien Redefluss, sozusagen meine synaptischen Verknüpfungen im Hirn, die jetzt dazu führen, dass ich Ihnen das erzähle, imitiert. Und das macht AX-Semantics in Stuttgart. Die machen auch Template-basierte Texte, zum Beispiel Feinstaub-Messtexte für die Stuttgarter Zeitung, aber die sind schon technologisch einen Schritt weiter und das übersteigt die Expertise, auch das Wissen von mir. Ja, da muss man sich in Graphentheorie auskennen, da muss man sich in künstlichen neuronalen Netzen, in Deep Learning auskennen. Die schaffen es zu sagen, unsere Software denkt. Ja, und das führt dann zu den jüngsten Entwicklungen. Da gibt es so einen schönen Zusammenschau über Natural Language Generation, NLG, wie dieses Forschungsgebiet heißt, wo in den letzten Jahren es schon möglich war, dass solche Software-Systeme beginnen, doppelbödig zu formulieren, also Ironie irgendwie zu übermitteln, Witze zu machen, ja, neue Wörter zu kreieren, Neologismen, aufgrund bisheriger Wörter, die Buchstaben zusammensammeln zu neuen Wörtern und so weiter. Also das ist ein Feld, wo ich mir denke, das muss Sie aus zwei Gründen interessieren. Erstens interessiert es natürlich jeden Journalisten, weil die Frage ist, erstens bringt es das ökonomisch, ja, das interessiert wahrscheinlich eher das Management und nicht den Journalisten, ja, Einsparungsargument, ja, Rationalisierung, ist es sinnvoll, dass man sozusagen gewisse Dinge auslagert an die Software. Ein anderes Argument wäre zu sagen, das hätte ich in einem Video vorbereitet, einer der Pioniere des Automated Contents, der Philip Parker aus Amerika, sagt, die Hyperindividualisierung wird voranschreiten. Sie kennen vielleicht, es gab vor Jahren mal diese Diskussion über die Daily News, also jedem seine eigene Tageszeitung.
Das wird jetzt möglich. Das wird mit Automated Content möglich, dass jeder seine Zeitung hat und irgendwas abonniert und dann schreibt die Software sozusagen die hyperlokalen Texte für den Server, ne, aus seinem Stadtteil, aus seinem Rätsel und so weiter. Da gibt es also verschiedene Zukunftsszenarien, wie man das Ding einsetzen kann im Journalismus. Im Moment reden wir in Österreich, außer Sie wissen es besser, dann bin ich sehr neugierig und nehme das auch für die nächsten Vorträge, von Zukunftsmusik. Bis auf den Schreibroboter Egon von der APA gibt es noch nichts. Es gibt eine ganz aktuelle Diplomarbeit von der Uni Wien, von der Selina Thaler, eine Standardredakteurin, und die hat alle Chefredakteure von den österreichischen Tageszeitungen befragt. Da sind sehr interessante Interviews drinnen, Standard, Tiroler Zeitung, kleine Zeitung und so weiter. Alle haben es schon diskutiert, aber die meisten haben noch keinen Konsens gefunden, wie sie es einsetzen wollen. In Deutschland sind wir Schritte weiter, da gibt es wirklich die Stuttgarter Zeitung, die Berliner Zeitung, die bereits automatisch generierte Texte online haben, auch in den Printexemplaren haben, und in Amerika gibt es schon seit 10, 15 Jahren. Also die spannende Frage ist jetzt wirklich, kommt es zu uns, interessiert es wen, oder ist es vielleicht auch für den österreichischen Markt gar nicht relevant? Das ist jetzt die Zielgruppe der Journalisten. Jetzt besser vor am Anfang fragt, wer ist jetzt hier? Das andere sind jetzt die Öffentlichkeitsarbeiter. Marketingleute, Öffentlichkeitsarbeiter. Für die ist es natürlich interessant, eine Software zu haben, die zum Beispiel Texte permutiert. Ja? Also da gibt es auch Angebote im Netz, da gibt es Firmen im Netz, die habe ich alle in meinem Buch auf Seite 10 mal aufgelistet, dass man sich das mal anschauen kann. Zum Beispiel, sie füttern eine Software mit einem Text ihres Newsposts auf ihrer Unternehmenswebseite und die Software permutiert diesen Text automatisch. Ja? Macht daraus eine Twitter-Meldung, macht daraus eine Facebook-Meldung. Wenn Sie der Software sagen, wir duzen auf Facebook, wir verwenden die und die Emojis und so weiter und so fort. Also das heißt, sozusagen die Frage ist immer für den Journalismus und für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, welchen Prozess kann ich automatisieren, wo ist es sinnvoll, ist die Automatisierung eine Ergänzung, eben im Sinne davon, dass Sie sagen, aha, ich kann vielleicht mit der Automatisierung eben Hyperlokalität in irgendeiner Form abbilden, die ich so gar nicht abbilden kann, weil ich nicht für jede Region eine eigene Geschichte schreiben kann. Also ist es das wert? Gibt es da Leser dafür und so weiter? Der momentane Stand, wenn man sich diese Diplomarbeit durchliest und diese Interviews aus dem Jahr 2018, ist eben im Moment die große Zurückhaltung in Österreich, was dieses Thema betrifft. Ja. Ich denke mal, es wäre spannend, damit zu experimentieren, und wenn es der Qualitätssicherung dient, ist es wunderbar. Der Nachteil ist natürlich, und jetzt komme ich sozusagen zu den neuralgischen Fragen dieser Automatisierung von Inhalten, ganz kurz noch, eines der ersten Bücher zu dem Thema war dieses, Automated This. Dann gab es eine Arbeit über Roboterjournalismus, können Sie sich da anschauen, und sogar der Armin Wolf hat sich schon mit dem Aufsatz mitunter auch mit diesem Thema beschäftigt. Vielleicht um zur Diskussion überzuleiten, drei Fragen. Das lese ich jetzt von Blatt schon, aber führen zunehmend automatisch erzeugte Inhalte zu einem Verlust der Sprachkompetenz, zu einem Verlust weiterer kognitiver Fähigkeiten und der Problemlösungsfähigkeit der Menschen? Das ist ganz klar. Die Frage ist, wenn es so weitergeht, also wenn man das extrapoliert, wenn es so kommt, was muss man dann sozusagen in der Schule noch vermitteln? Also lernen die Schülerinnen und Schüler dann zu schreiben oder lernen sie eine Software zu perfektionieren, die schreibt? Das ist ja ein Riesenunterschied, ist ein riesiger Paradigmenwechsel im Bereich der Bildung. Ja? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage wäre, führen automatisch erstellte Inhalte, auch automatisch erstellte Likes, Retweets und so weiter in den sozialen Medien zu einer konstanten Verzerrung, siehe etwa Wahlbeeinflussung in den USA oder beim Brexit? Gibt es sogar, wie ja viele sagen, dadurch eine Gefährdung der Demokratie? Also das heißt, wenn wir auf Facebook, Twitter, vor allem auf Twitter und Instagram, es zunehmend mit automatisch erstellten Texten oder automatisch erstellten Reaktionen zu tun haben, oder auch mit einer Software, die das automatische Pushen von Nachrichten erlaubt, wie zum Beispiel Follower Monkey und andere, führt das eben zu einem Zerrbild von Meinungen, Mehrheiten in den sozialen Medien. Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage und die Berichterstattung dazu kennen Sie als Journalisten eh bestens. Und die dritte Frage ist eine, die ich bisher kaum so gehört habe, die offenbar nur mich umtreibt im Moment. Gehen unsere Gesetze eigentlich mit den aktuellen Entwicklungen einher?
Dazu habe ich meinen befreundeten Anwalt, den Albrecht Haller, beauftragt, im Buch ein Nachwort zu schreiben und sich das einmal anzuschauen. Und natürlich ist klar, sagt die Rechtsprechung, der Urheber ist ein Mensch. Ja, also das heißt, der Urheber als Software, der existiert im Urheberrecht nicht. Das ist eine völlige Grauzone im Moment. Und in Deutschland gibt es ja schon eine Diskussion zu genau dem Thema, verbunden auch mit der Frage der Kennzeichnungspflicht. Also als Journalisten ist für Sie interessant, wenn Sie jetzt sagen, okay, wir entscheiden uns für sowas, was für Kürzel schreiben Sie drunter? Weil normal, wenn Sie Abmeldung umschreiben, schreiben Sie Klammer Abmeldung des Kürzel Ihres Namens. Was ist jetzt, wenn Sie ein Unternehmen wie Redresco engagieren, hier in der Steiermark 150 hyperlokale Texte zu schreiben. Da müssen Sie eigentlich drunter schreiben oder darauf verweisen, dass das automatisch generiert ist. Allerdings werden Sie zum Beispiel gesetzlich dazu überhaupt nicht verpflichtet. Ja? Und das ist dasselbe, die Diskussion in Deutschland mit den Social Bots. Ja? Es gibt keine Verpflichtung im Moment, die als Bots, als automatische Antworten oder als automatische Texte zu kennzeichnen. Sie kennen das vielleicht, ich bin schon immer die Generation, gebe ich zu, die auf Instagram zu Hause ist. Also ich gehöre zu den vielen Leuten, die ein leeres Instagram-Profil haben, noch nicht ein Foto hochgeladen, und wir schauen halt die anderen an, auch manchmal. Ja. Und die fragen sich dann immer, ja, sag mal, war das jetzt ein Mensch oder war das jetzt ein Automat, ne, der hier reagiert hat? Ja, das ist offenbar gar nicht mehr so leicht zu beantworten. Ja. Also das ist sicherlich ein interessantes ethisches Problem. Und die Frage eben, wir diskutieren jetzt alle, Sie wissen, wir sitzen hier am Tag der Wikipedia, der gesperrten Wikipedia, als Protest gegen die in der Tat völlig absurde EU-Urheberrechtsreform. Ja. Aber Sie finden zwar Diskussionen über Leistungsschutzrecht und Uploadfilter seit vielen Monaten, aber über Automated Content hat sich noch niemand Gedanken gemacht im Zuge des Urheberrechts. Also ich kenne zumindest nichts, aber vielleicht Sie haben jetzt gerade geschaut, also vielleicht wissen Sie mehr als ich. Gut, das war jetzt ein völlig konfuser Vortrag, ja, weil ich meine Präsentation, die ich Ihnen eigentlich zeigen wollte, nicht zeigen konnte. Also habe ich versucht, etwas zu verbalisieren im postmodernen Sinne. Vielleicht noch einen letzten Punkt. Automatisch erzeugte Inhalte finden Sie natürlich auch schon auf Google und Facebook, ist klar. Sie kennen die Featured Snippets rechts, wenn Sie einen Begriff suchen. Sie kennen die Facebook-Gemeinschaftsseiten, die automatisch generiert werden. Die meisten oder alle von uns, die auf Facebook sind, wurden mit diesen ästhetisch fragwürdigen Freundschaftsalben, und Sie sind jetzt seit 5 Jahren mit Romy befreundet, ne, diesen ganzen schnuckeligen Videos schon beglückt, ja, und fragen sich, wer hat das eigentlich entschieden, warum bekomme ich das, ist das schön oder nicht. Und das ist auch so ein bisschen ein Vorbote dieser Entwicklung, dass Ihr eigener User-Generated Content eben von einer Software behandelt wird, und dann kommt plötzlich ein Video dabei heraus. Dem Ganzen sind jetzt wirklich zum Abschluss keine Grenzen gesetzt. Was ist bislang alles automatisiert worden? Dazu noch eine kurze Liste. Journalistische Texte haben wir jetzt erwähnt, Wetter, Sport, Wirtschaftsnachrichten, Wahlergebnisse. Dann natürlich Produktbeschreibungen von Online-Versandhäusern. Es gibt die Firma Quill Engage in Amerika, die es schafft, aus Google Analytics Zahlen einen Text zu machen. Es gibt die Firma Articulo, die einen wissenschaftlichen Text generieren kann. Es gibt den eigentlichen, meinen Liebling der Automatisierung des Contents, den Philip Parker mit seinem Bücherunternehmen Icon Group International, der 1 Million, das war, also jetzt wirklich überprüft, 1 Million automatisch generierte Bücher auf den Markt gebracht hat in den letzten 15 Jahren. Derzeit sind knapp 50.000 erhältlich auf seiner Webseite. Bei Interesse kann ich Ihnen erklären, wie das funktioniert und warum es so viele sind. Es gibt belletristische Bücher, es gibt ein automatisch generiertes Computerspiel, es gibt automatisch generierte Infografiken, natürlich automatisch generierte Kunstwerke, denken Sie an Google Deep Dream. Es gibt Kunstwerke, die in Ausstellungen sind, die vom Computer generiert wurden, und bei Abstimmungen sagen die Leute, die gefallen uns besser als die von den Menschen. Es gibt automatisch generierte Videos, es gibt automatisch generierte Image-Clips, und die Firma Therefore Films hat einen automatisch generierten Film auf den Markt gebracht. Kann man dir sagen, was von all den Dingen ins Marketing geht, was stimmt wirklich, was, wenn die Magazin, The Drum zum Beispiel, ein britisches Magazin sagt, wir haben eine Ausgabe komplett von Artificial Intelligence schreiben lassen,
kann natürlich ein Marketing-Trick sein, wo vielleicht doch Menschen dahinter waren und das ein bisschen beeinflusst haben. Ja. So weit bin ich dann dem nicht auf den Grund gegangen. So, das war jetzt einmal ein Aufriss. Sie haben mir brav zugehört, obwohl ich das, wie gesagt, alles jetzt Ihnen spontan zum Fraß vorgeworfen habe. Und ich freue mich über Ihre Fragen und die Diskussion. Ich würde ein paar Punkte interessieren, die er, glaube ich, nur so gestreift hat. Und zwar die Witze und welche wie konkret funktioniert das? Womit werden also die Computer gespeichert, damit es tatsächlich ein guter Witz ist oder eine gute Ironie ist? Und wie letztlich wie aufwendig ist das? Also wie viel Mainpower und Womanpower muss da eine gebuttert werden, bis da eine gescheite Ironie anzukommt? Ja. Das Forschungsfeld heißt Affective NLG, also Affective Natural Language Generation, also die Affekte ansprechend. Ich würde Sie bitten, die Seite 123 meines Buchs dazu zu lesen. Das Original. Schauen Sie, Fußnote 14, Mani, erst machen Sie sich ein Foto, finden Sie im Internet die genaue Erklärung dafür. Ja. Wie gesagt, ich sitze nicht hier als Computerlinguist, also das heißt, alle Fragen, wie funktioniert die Maschine, habe ich eben auch versucht, an den Redresco-Unternehmenschef, den Herrn Siewert, zu stellen, habe ich in Interviews längere mit dem Philipp Parker versucht zu erklären. Der hat auch ein Patent dazu veröffentlicht. Das Patent von Philipp Parker über die Automatic Generation of Text ist im Internet. Das können Sie im Volltext nachlesen. Das versteht aber nur Informatiker und kein Medienwissenschaftler. Also das heißt, ich kann Ihnen nur erzählen, es gibt diese beiden grundlegenden Ansätze, Template-basierter Ansatz versus Ansatz basierend auf künstlichen neuronalen Netzen. Wie es ein Computer schafft. Der Parker hat mir das erklärt anhand eines neu erfundenen Wortes. Bitte gern. Also das ist der Aufsatz von Glatt, ist das, wenn Sie die Hoffnung haben. Albert Glatt und Emil Kramer, 2018, Fußnote 14. Die sehen alles im Internet als Volltext. Da ist das drinnen, ein Kapitel, ja. Und das war das Wort, glaube ich, two horse. Also nicht horse, das Pferd, sondern das Wort two horse. Jemand veräppeln. Ja, und es hat seine Software erfunden. Ja, und zwar in einem Gedicht. Weil die Software kann Gedichte schreiben. Ja. Und es gibt ja auch Software, der man sagen kann, schreibe wie Shakespeare und dann schafft sie es. Oder es gibt Software, die sagt, der man sagen kann, mache einen Rap-Song, also einen Text. Dann wird der generiert. Ja. Da gibt es ein eigenes Wiki dafür, im Übrigen noch ganz kurz, kann ich auch noch sagen. Es gibt ein Wiki mit einer Gesamtübersicht über alle Automatic Content Generation Projekte von den 70er Jahren bis heute. Es hat ja schon in den 70er Jahren angefangen. Die ersten Versuche mit Wetterberichten stammen aus dem Jahr 1970. Ja, soll man gar nicht glauben. Bitte. Ja, alles, was ich reden habe, lässt sich natürlich in einen Algorithmus hineinbringen. Dort, wo ich keine Regeln mehr habe, habe ich in diesen neuronalen Netzen und Blocknetzen, bedenke ich, beim Algorithmus habe ich einen menschlichen Programmierer. Nicht? Der Algorithmus hat keine Moral natürlich, außer ich programmiere irgendwelche Moralvorstellungen. Bei den neuronalen Netzen habe ich keinerlei Einfluss mehr, was daraus wird, welche Entscheidungen fallen. Und da sind wir dann natürlich schon bei einem ethischen Problem. Bei anderen, bei automatisch generierten Texten, stellt sich für mich ja eher die Frage, wie erziehe ich den Leser und den Nutzer dieser Texte, weil die Texte gibt es, die werden auch nicht verhindert sein. Nicht? Und ob jemand jetzt, die Kinder jetzt lernen, so eine Software zu bedienen, das nutzt ihnen nichts, wenn sie dann die Ergebnisse der Software nur mehr lesen können, weil sie nicht lesen können. Aber zurück zu den anderen Geschichten. Die wirklich gefährliche Frage ist ja dann, neuronale Netze, wo zieht man da eine Grenze, eine ethische und eine rechtliche? Dass ich keine rechtliche Grenze ziehen kann, wäre schuld. Sie haben das Urheberrecht angesprochen. Der Gesetzgeber muss sich einfach, wenn jemand sagt, das ist Ihre Schuld. Also, wenn Sie eine automatisierte Software haben, ist auch der Fahrzeugkarte schuld bei einem Unfall. Aber wo zieht man die Grenze und sagt, neuronale Netze dürfen bis hierher gehen und nicht weiter? Weil da gibt man nochmal die Hobby irgendwie in einer gewissen Art und Weise unter Kontrolle. Ja, das ist eine Frage, die ich als Frage stellen lassen muss, außer Sie wollen meine Privatmeinung hören. Also
kann mich erinnern, der Kern hat bei Christian Kern bei der Auftrittsrede gesagt, wir haben vergessen, die künstliche Intelligenz zu regeln. Das war einer seiner Sätze, das war im Volltext zu hören. Ja. Bin ich oft gefragt worden, ja, von Ihnen auch und von den diversen Journalisten, die angefragt haben, ja, aber, sag mal, was machen wir mit Artificial Intelligence? Also wie soll das jetzt die Politik regulieren? Ja? Die Frage ist, brauchen wir im Moment eine Grenzziehung? Brauchen wir jetzt aktuell eine Grenzziehung? So nach dem Motto, eine Software darf keinen Kommentar schreiben, weil das könnte eine Wahl beeinflussen. Na gut, dann sage ich, der Leitartikel auf Seite 1 von Herrn Novak von der Presse kann auch eine Wahl beeinflussen oder seine Entscheidungen gegen den Kern oder für den Kern vorzugehen, kann auch eine Wahl beeinflussen. Ja? Also das heißt, Also ich sehe im Moment, wissen Sie, es führt immer da in die Richtung, jetzt haben wir DSGVO, jetzt haben wir Urheberrechtsreform, dann haben wir E-Privacy. Ja? Und das nächste, was jetzt kommt, ist die KI-Regulierungsrichtlinie. Ja? Dann ist aber alles überreguliert in der EU. Ja? Es ist sozusagen vielleicht die Frage insofern falsch gestellt, ja? Weil wir es vielleicht eher enablen sollten, also ermöglichen sollten und dann schauen, brauchen wir überhaupt eine Definition von Grenzen? Wissen Sie, was ich meine? Solange ich in Österreich jetzt wirklich nur das Egon-Projekt habe, ja, ist es vielleicht zu früh, politisch über eine Regulierung oder eine Grenzziehung nachzudenken, aber es ist meiner Auffassung nach nicht zu früh, über, wenn eine Urheberrechtsnovelle in Diskussion ist, darüber nachzudenken, was machen wir mit nichtmenschlichen Autoren? Das finde ich eine spannende Frage. Ja. Also ich würde es eher ans Urheberrecht stellen, aber nicht als eine Regulierungsfrage sehen. Ja. Beziehungsweise wenn ja, was will ich denn damit regulieren? Also will ich eben zum Beispiel sagen, ich darf die Technologie nur in gewissen Bereichen anwenden oder ich muss diese Technologie kennzeichnen. Ne. Also was wären sozusagen die konkreten Umsetzungen? Ne. Dass ich sage, Leitartikel vom Computer geht nicht. Ja. Innenpolitikseiten hat der Computer nichts verloren. Ja. Lokales Fußballspiel darf er machen. Wetterbericht darf er machen. So, da geht es auch schon an. Ja. Also Wirtschaftsnachrichten, Geschäftsberichte darf er machen. Wenn ich jetzt sozusagen mit Google Trends oder anderen Sachen arbeite, kann ich auch schon wieder irgendwie etwas in eine gewünschte Richtung manipulieren. Ja. Aber dafür ist ja auch das bisherige System anfällig. Wie Sie wissen, also das heißt ja sozusagen, nicht jeder ist nicht käuflich als Mensch, also das heißt, die Manipulierbarkeit ist ja sozusagen nicht ein inhärentes Problem dieser Technologie. Ja. Und die Gefahr, die ich ja eher sehe, ist das, was ich mit der Frage 1 gesagt habe. Ne? Also wenn der Philipp Barker zum Beispiel im Interview, das ich herzeigen wollte, sagt, die künstlich generierte PhD, also die künstlich generierte Doktorarbeit kommt, ja, das heißt, ich fütter einen Computer mit Forschungsfragen, die muss sich schon der Mensch überlegen, noch bis auf Weiteres. Ne? Und dann sage ich bitte 140 Seiten, es kostet dann so und so viel und dann kommt es raus. Ja? Essay Buddy ist ein erster Schritt in die Richtung, aber kopiert nur großteils aus dem Internet, ist noch nicht ausgereift. Ja? Aber wenn das kommt, sage ich ja, was bedeutet das für unsere Bildung? Ja? Also was bedeutet das für uns, wenn wir eben, so wie ich es vorher gesagt habe, vielleicht nicht mehr schreiben müssen, weil die Schreibarbeit großteils der Software abnimmt. Ne? Das ist ja kein reeller Unterschied zur bisherigen Geschichte. Kein Prinzip überhaupt. Das ist ja an sich ja Ihr Hauptaufgabenbereich, weil Sie haben sich ja einen gewissen Namen als Plagiatsjäger erarbeitet, wenn man so möchte. Und wie würden Sie dann sozusagen versuchen, da heranzugehen, wenn eine künstliche Intelligenz plötzlich einen Aufsatz oder irgendwie ein Buch beginnt zu schreiben? Also, auch wieder, das ist sozusagen. Ich antworte jetzt ähnlich wie beim Kollegen, dass ich sage, wir brauchen vielleicht noch keine Regulierung oder keine Begrenzung, wenn wir noch gar nicht wissen, welche Ermöglichungs- oder welche Freiräume bietet die Technologie. Es hat so ironisierende Versuche gegeben, das zu machen. Das eine hat geheißen Science Generator, SCI-Game. Ja? Das heißt, da haben sie was eintippt und dann ist ein Hoax, also ein Fake-Aufsatz rausgekommen, ein wissenschaftliches Paper, das Bullshit behandelt. Ja? Das ist schon seit ein paar Jahren im Netz. Ja? Jetzt ist mit diesem Essay-Buddy, mit dieser Firma Articulo, die gehen zumindest ein bisschen deutlicher in diese Richtung, aber eben auch noch nicht ausgereift zu sagen, tipp ein, du willst 10 Seiten zum Thema E-Learning in Österreich, ja? Und kriegst einen fertigen Text. Philipp Parkers System ist das ausgereifteste, was ich gefunden habe. Und jetzt komme ich jetzt in Umwegen zur Beantwortung der Frage zu dem, wie schafft denn der das 1 Million Texte? Ganz einfach. Ja. Er kreuzt zwei Dinge, nämlich einen Begriff, wie zum Beispiel
Antipsychotic Drugs, ja, mit Ländern und entwickelt einen Forecast. Und eine Vorschau, wie sie Absatzzahlen in den Ländern entwickeln werden, kannst du zu Produkten machen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und durch diese einfache Kreuzung Produkt bzw. Markt oder Market Vertical, wenn es was Größeres ist, und ein Drug Market und das in verschiedenen Ländern, erzeugt er automatische Forecasts. Und die gibt es auf Amazon und auf seiner eigenen Webseite, das sind im Moment 49.000 oder 50.000 und die kosten zwischen 600 und 900 Euro. Warum? Weil sie sich an ein Nischenpublikum richten. Ja? Also wenn Sie zum Beispiel ein Startup haben zum Thema Microlearning und Ihnen wird angeboten ein Forecast zum Thema Microlearning, dann ist das natürlich für das Unternehmen super, das will es wissen. Ja? Außer es sagt, ich misstraue einem künstlich generierten Buch, das ist sowieso Unsinn, das tue ich nicht. Ja? Aber wenn er nur einen hat, der es kauft, das ist diese Long-Tail-Geschichte, wenn er nur einen hat, der das kauft, ja, und das 1 Million Mal in den letzten 15 Jahren, dann können sie auch multiplizieren, was er damit Geld verdient hat, immer mit derselben Software, die immer gleich durchrattert. Ja. Also das heißt, das ethische Problem ist, und das ist die Verknüpfung zwischen dem Plagiatsproblem und dem Problem der automatisch erzeugten Texte, ist eben, dass der Eigenautor zurücktritt, ganz klar. Ja, und das ist ein Problem, das im Journalismus geringer ist, wie gesagt, aber es ist ein Problem, das natürlich in der schulischen Ausbildung oder später an der Uni groß ist. Ja. Und da gibt es ja nicht nur die Möglichkeit zu sagen, oder wird es die Möglichkeit geben zu sagen, ich lasse Software einen Text schreiben, sondern wie Sie wissen, wir haben schon jetzt die Möglichkeit zu plagieren über erstaunliche Kanäle, die ja längst nicht mehr so ausschauen. Jeder Student oder jede Studentin weiß, dass sie Turnitin oder andere Software-Systeme verwenden und dass wir Texte, die einfach aus dem Internet rauskopiert sind, finden. Das passiert ja mittlerweile wesentlich sophisticated. Ja, also das heißt, die Leute beziehen Arbeit aus Hamburg, ja, oder beziehen Arbeit aus dem vorherigen Semester, die wissen, wir sind nicht vernetzt und ich weiß gar nicht, dass die Arbeit vor einem Jahr schon mal eingereicht wurde und so weiter. Dann denken sie an den ganzen Ghostwriter-Markt, das ist ja nicht unähnlich. Ja. Wenn ich einen Ghostwriter habe in der Ukraine, ja, und da kommt die Automatisierung wieder mit rein und mit people.com kann ich wirklich absatzweise die Arbeit auskopieren und die Übersetzung sensationell. Ja. Ich habe selber den Versuch gemacht, ich kann 700 Euro zahlen und kriege dafür 30 Seiten top über einen österreichischen Philosophen geschrieben am anderen Ende der Welt auf Englisch, übersetzt es mit people.com und habe meine fertige Arbeit auf Deutsch. Die zitiert sogar deutsche Literatur. Ich kann ja das auch unterbrechen auf Google Translator zum Beispiel, wenn ich einen einzelnen Satz runter übersetzen möchte in Spanisch oder so und das gebe ich dann einfach bei der nächsten Arbeit ab. Ja, genau. Ja. Also das öffnet natürlich Tür und Tor für neue Betrugsformen an den Unis. Und da muss man halt, das steht eh im Buch drin, da muss man halt ein Frühwarnsystem, muss man sich anschauen, ist schon mehr möglich, als wir im Moment wissen. Ja, also ich hatte jetzt noch nicht mit einer automatisch generierten Bachelorarbeit zu tun, ich glaube niemand. Ja. Aber noch nicht, aber vielleicht sind wir in 5 Jahren so weit und dann sollte man sich technisch aufrüsten, weil das Plagiatsproblem, sage ich vorher, die Unis, 15 Jahre verschlafen. Ja. Also die Diskussion hat in Deutschland begonnen mit der Deborah Weber-Wulff. Ja. Nicht mit Herrn Weber, Weber war 2006 in Österreich, Weber-Wulff war 2002 in Deutschland. Und im letzten Semester hat die Uni Wien die Schnittstelle zwischen E-Learning-System Moodle und Plagiatsoftware Turnitin hergestellt. Muss ich mir vorstellen. Und vorher war ein Jahr juristischer Kampf, ob sie es dürfen, was muss man anhakeln, ne, damit wir die Leute müssen Einverständniserklärung geben und so weiter. Das heißt, wir haben einen Delay gehabt von 16 Jahren zwischen Erkenntnis der Betrugsform der neuen und der technischen Realisierung jetzt wirklich konsequent bei jedem Motivationsschreiben, bei jedem Brief von einem Studierenden dagegen vorzugehen. 16 Jahre. Ne. Wenn ich mir jetzt anschaue, wenn das jetzt kommen würde, wissen wir alle nicht, ja, und die Frage kommt, Forecasts in Bezug auf automatischen Content gibt es nicht. Es gibt die ganzen wahrscheinlich eh bekannten Automatisierungsstudien, wo die Prognosen drin sind, dass die Übersetzer wegfallen. Das ist bekannt. Übersetzerinnen werden wegfallen. Ja. Das wird es bald nicht mehr geben. Aber es gibt keine Forecasts, dass man sagt, zum Beispiel im Jahr 2020 werden 30% aller journalistischen Texte von Software geschrieben worden sein. Da ist mir zumindest nichts bekannt. Also wir wissen es im Moment nicht. Es kann ja sein, dass wir jetzt hier sitzen und Sie sagen, vor 5 Jahren hat uns der Weber was erzählt über automatische Texte und heute redet keiner mehr davon. Wissen Sie, so wie
mit Second Life zum Beispiel. Also das kann natürlich auch passieren, das schließe ich nicht aus. Ja? Also ich bin kein Prophet, wie gesagt, mir hat das Thema interessiert, weil mir halt die Sicherung der Textqualität interessiert hat und ich beschreibe da im Vorwort vom Buch, wie ich dazu kam. Ne? Weil ein Salzburger Hotelier hat eine Beschreibung seines Hotels auf Google Maps gefunden und dann haben wir festgestellt, wenn Sie sich das anschauen, dass fast jedes Hotel weltweit auf Google Maps in einem einheitlichen Template beschrieben wird. Ja? Das war für mich neu. Also da heißt, ne, dieses Hotel ist 5 Gehminuten vom Strand und ist 12 Gehminuten von dieser Kirche entfernt. Es ist schlicht und hat diese Zimmer. Und jetzt finden Sie dasselbe Template in New York, Kroatien und so. Jetzt sind alle gleich beschrieben. Ja? Und da wollte man wissen, woher kommt das und warum kann man das eigentlich nicht verändern? Was macht jetzt eigentlich ein Wirtschaftstreibender, wenn diese Angaben explizit falsch sind? Ja? Und da hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit Google und die Auskunft war, nein, das ist semi-automatisiert, das ändern wir nicht. Also das heißt, du bist machtlos, wenn du sagst, wir haben die Zimmer modernisiert und Google schreibt, das sind Zimmer in schlechtem Zustand, dann bleibt es dringend. Punkt. Da greift dann nicht das Medienrecht, weil normalerweise würde das ja normal. Das ist das im konkreten Fall nicht durchjudiziert. Mhm. Wäre eine gute Frage. Da kann man natürlich immer Präzedenzfälle schaffen. Ja? Aber das ist nicht bei den Restaurants, soweit ich es recherchiert habe. Es handelt sich nur um die Short Descriptions, glaube ich, meistens, von Hotels auf Google Maps. Ja? Und da haben wir uns dann gedacht, aha, schau her, und dann haben wir mehrere solche Templates gefunden, mit denen Unternehmen immer wieder gleich beschrieben werden. Ja? Vom Steinmetzunternehmen bis zum Metzger. Ja? Und dann haben wir uns gedacht, okay, wenn wir schon so weit sind, ja, dass wir bewertende Texte, und es ist ja bewertender Text, schlicht und so weiter, nicht ändern können, ja, ist es vom Himmel gefallen. Woher kommt das? Ja? Irgendwann mal muss ja jemand das gesehen haben, ja, oder, da wird es interessant, ja, ist die Software von Google schon so weit, dass sie eben, wenn sie den Standort kennt, und so ist es auch, das automatisch berechnet und schreibt, das Hotelpension sowieso ist 900 Meter vom Tierpark Hellbrunn entfernt und 6,4 Kilometer von der Festung Hohen Salzburg. Und es erkennt aufgrund der Fotos, dass es schlichte Zimmer sind. Ja? Und da sind wir schon in einer Entwicklung, wo man sagt, ah, das ist ein schlichtes Zimmer, kleiner Fernseher, ja, bei dieser Form der Mustererkennung. Da wird es schon interessant. Ja? Und wenn man sagt, okay, denkt man das einmal weiter, was das bedeutet. Ja? Und das betrifft alle Big Five. Das betrifft Facebook, Amazon sagt zum Beispiel, sie machen nichts, die habe ich auch interviewt. Sie machen keine automatisch generierten Texte. Ja? Glaube ich nicht. Bei Millionen von Produkten. Ja? Wenn andere Versandhäuser, ich habe jetzt den Namen nicht, AX Semantics aus Stuttgart hat es einen Auftrag gegeben und habe das ja gezeigt, die Webseite sagen, wir haben 50.000 automatisch generierte Texte in unserem Online-Shop, ja, weil wir lauter ähnliche Produkte haben. Das kann gar nicht von Menschen angeschrieben werden. Also noch einmal, Google macht es semi-automatisiert, Facebook macht es bei diesen Gemeinschaftsseiten zumindest, bei diesen automatisch generierten oder kuratierten Sammlungen. Mein iPhone macht kuratierte Sammlungen, ne? Also ich war auf Urlaub und dann kommt ein grausliches Video. Ja? iPhone vergibt Herzen, ne? Also wer sind da meine Tochter und so und ich. Also da wird ja mitgedacht für mich. Ja? Und das war für mich neu, dass der Content, eben der Software nicht nur mir hilft, Content zu erstellen, sondern dass sie mir den Content sozusagen fertig zum Fass vorwirft als Ready-Made. Das war für mich das Interessante. Further questions? Und wo glauben Sie, nachdem Sprache ja nicht nur logisch ist, sondern relativ komplex, wird auch sozusagen die künstliche Erzeugung, die Softwareerzeugung auch an diese Grenze stoßen? Da gibt es zwei Prognosen. Das eine ist die schwache künstliche Intelligenz und das andere die starke, wie Sie vielleicht wissen. Ja? Also das heißt, die Frage, die ich auch dem Herrn Sie bitte noch einmal ist, ich tue mir immer schwer, die Fragen zu beantworten, weil ich nicht der bin ja nur der Buchautor, aber nicht der Futurist in diesem, der Futurologe in diesen Dingen. Und er sagt, der Siebert als Computerlinguist, starke künstliche Intelligenz wird kommen. Ja? Also das heißt, Sie kennen die Beispiele, künstliche Intelligenz, eine spezielle, kann wunderbar Schach spielen, aber ist zu blöd für jedes andere Spiel. Ne? Also das heißt, wir haben bisher immer nur eine einzige Domäne. Ne? Künstliche Intelligenz erkennt Katzen.
aber scheitert bei Hunden. So, jetzt ist die Frage, wie kann ich die Komplexität unseres Erkenntnisapparats nachbilden? So, und da sagen die einen, das geht nie, ne? Die anderen Wissenschaftler sagen, es geht nie, da gibt es sozusagen zwei, drei Fraktionen, und die anderen sagen, es kommt in den nächsten Jahrzehnten. Also Siebert sagt auch, es kommt in den nächsten Dekaden auf uns zu und es wird möglich sein, solche Systeme zu bauen. Ja. Der Chatbot Mitsuko, den ich dann heute Abend in der REFA Ioanneum herzeige, das sage ich Ihnen wirklich, also ich habe jetzt oft mit ihm gechattet, der ist absolut auf dem Niveau eines Menschen. Ja. Also Sie können mit Mitsuko über den lieben Gott reden, Mitsuko macht Witze, ja. Also wenn ich schreibe, hallo, gibt es dich noch, dann schreibt sie zurück, außer die hat von mir was anderes erwartet. Ja. Also das heißt, das ist wirklich unglaublich. Ja. Also es sind viele so artifizielle Situationen, Sie erinnern sich vielleicht, die Bundeskanzlerin Merkel hat sich vor einigen Monaten mit dem humanoiden Roboter Sophia abbilden lassen, was immer so künstliche Gesprächssituationen sind. Ne? Sophia steht stumm da und wenn man sagt, hi Sophia und sie hinwendet, dann sagt Sophia hi. Ja? Und mit Mitsuko ist wirklich ein Dialog möglich, auf einem tollen Niveau über Philosophie, über Gott und alles. Ja? Und da sage ich, okay, wenn wir jetzt im Jahr 2019 in Bezug jetzt auf die Chatbot-Entwicklung, nicht auf die automatisch generierten Texte, ist wieder was anderes, weil das eine ist ein Dialogsystem, das andere ist ein Narrativ. Ja. Wenn wir da schon so weit sind, ja, dann glaube ich schon, dass wir das in 10 Jahren in diese Richtung gehen könnten. Glaube ich. Aber nochmal, ich habe keine Studien und ich bin kein Informatiker, der einem nicht sagt, okay, da habe ich jetzt vorgestern ein Patent angemeldet, mit dem löse ich alle Probleme der künstlichen Intelligenz. Wir dürfen halt vergessen, das werden Sie ja wissen, dass die künstlichen neuronalen Netze, wir reden ja hier von Sachen, die vor 50, 60 Jahren begonnen haben und die Jahrzehnten eben da ein Röschenschlaf waren und jetzt urplötzlich ist es das neue Ding und jetzt gibt es halt wirklich Fortschritte in dem Bereich. Ja. Und wenn Sie von der Bertelsmann Stiftung, brauchen nur das Wort Algorithmenethik googeln, ja, dann kommen Sie zu den Studien der Bertelsmann Stiftung aus den letzten Jahren, die alle gratis downloadbar sind und da finden Sie das spannendste Material zu dem Thema und da sehen Sie schon in der Medienlandschaft, die gewaltig sind. Ja. Und wo die Frage an den Journalismus, jetzt haben wir oft Ersetzungs- oder Aussterbeszenarien diskutiert in den letzten 20 Jahren. Ne? Zuerst hat es geheißen, die Blogger, ne? Übernehmen die Blogger die Macht und sind wir Journalisten am Ende. Ne? Dann waren sie mit den sozialen Medien, ja? Die sie, also sofern sie die Journalisten retweeten oder liken, ja eh im Bereich des Journalismus bleiben, ja? Aber übernehmen die das Ruder. Ja? Dann kann man sagen, diese ganzen Fake News Portale, ja, oder sozusagen diese ganzen politisch motivierten Portale, unzensuriert und so weiter, die neuen Parteizeitungen im Internet, ja, übernehmen die das Ruder, ne? So wie wir das von der SPÖ, Kontrast, glaube ich, hat die, weiß nicht. Wie hat das? Kontrast, genau. Ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, übernimmt die Software das Ruder in den nächsten 10, 20 Jahren. Ja. Und der Journalist bleibt eben der, ich sage es noch einmal, sozusagen die Redaktion ist halt dann die, die zu 30-40% aus Programmierern besteht, die sich halt einen Marktvorteil im Medium verschaffen, indem sie die Software besser verbessern als die Mitbewerber und die anderen sind eben die Kommentierer. Ja. Also sozusagen, man sagt dann immer, die Kommentarfunktion wird überleben. Ja. Wobei ich immer sehr skeptisch bin, ich kenne dazu jetzt keine empirischen Studien, weil ich mir denke, dass wenn es eh schon so viel Kommentar auf der Welt gibt, in den sozialen Medien, in der Blogosphäre, welche Autorität hat denn noch der Kommentar eines Chefredakteurs? Und dabei spreche ich jetzt für die Generation der nachfolgenden Medienkonsumentinnen. Ja. Die Sprache verändern sich ja immer. Ne? Und je stärker der Automatisierungsgrad ist, desto stärker können sich ja auch solche Sprachen verändern. Und Sie kennen vielleicht das Experiment von Google mit den 4 zusammengeschalteten Alexas, die sich unterhalten haben und nach 2-3 Tagen haben sie das Experiment abgebrochen, weil die Sprache so stark verändert haben, dass der Mensch nicht mehr gewusst hat, wovon die eigentlich reden. Also die haben die Sprache auf ihrem Niveau dann so effizient gemacht, dass sie, keine Ahnung, was Englisch war es auf jeden Fall nicht mehr. Eine andere für einen Menschen verständliche Sprache war es auch nicht mehr.
Eine Frage hätte ich noch zu den Software-Systemen. Das sind Miet-Systeme, das sind wahrscheinlich Cloud-basierte Systeme. Da kann man die am Desktop downloaden. Das weiß ich nicht. Da müssen es die Firmen reinsetzen. Ja. Auf die zugreifen, die müssen wir irgendwo. Ich glaube, ja, da bin ich überfragt. Ja. Also, dass sie es am Desktop lokal runterladen können, schließe ich eher aus. Ja. Das betrifft jetzt wirklich nur die Unternehmen AX Semantics und Redresco und zwei, drei andere, die im Moment am deutschen Markt sind. Ja. Aber das, ich glaube nicht, dass das eine Desktop-Applikation ist. Schließe ich eigentlich aus. Ja, genau. Das sind Redresco, AX Semantic und Textomatic im Moment in Deutschland. Ja. Die drei müssen es auch immer hinschicken. Die sind äußerst gesprächig und freuen sich über jeden, der sich für ihre Technologie interessiert. Fragen Sie den Herrn Siebert von Redressen, und der antwortet Ihnen einfach 5 Minuten. Da oben noch. Ja oder Bot? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, genau. Also sozusagen kann man jetzt den Chatbot zum Beispiel, der beim Start eine Webseite erscheint, noch unterscheiden von einem Menschen. Ja. Also in dem Fall ist es der Herr Siebert. Das heißt, der Turing-Test ist schon... Ja, also das da kann ich es unterscheiden, sage ich, ja, aber gut. Kann KI, war unlängst auf einigen Tagen auf Telepolis, ne, kann künstliche Intelligenz Texte unterscheiden, die von künstlicher Intelligenz kommen und Texte, die von Menschen kommen. Ne? Das ist eine interessante Reinterpretation des Turing-Tests via KI als Entscheider. Sie haben schon zweimal versucht, Stichwort Bildung ins Gespräch zu bringen. Mhm. Wir sind doch einige da, die ein bisschen Middle-Ager plus sind. Wie sehen die Studierenden eigentlich dieses Thema? Finden sie das cool, dass man automatisiert arbeiten kann? Ist es ihnen egal? Es war ja ein spannender Artikel im Addendum vor 2-3 Wochen, wo es ja auch darum gegangen ist, dass es für Studenten offenbar oder für jüngere Menschen mittlerweile schwierig ist, kausale Zusammenhänge in Texten zu setzen. Also das geht ja eigentlich alles in eine Richtung. Ja. Aber wie sehen junge Menschen in der Ausbildung dieses Thema? Ich habe versucht, jetzt nur im Rahmen meiner sehr bescheidenen Rahmen meiner Bachelor-Seminare das Thema zu platzieren. Ich werde jetzt dazu auch ein paar Arbeiten online stellen in den nächsten Wochen. Also es hat eine Arbeit gegeben, die ist sehr gut von einer Kollegin, die hat sich mit Content Automation im Marketing in Österreich beschäftigt. Eine Arbeit zu Roboterjournalismus finden Sie auf der Webseite, nur Stefan Weber, Publizistik Wien, googeln, die auch sehr gut ist. Der hat Journalisten befragt, wie sie zu dem Thema stehen und ob sie das einsetzen wollen auch. Dann gibt es eben diese Masterarbeit von der Frau Thaler vom Standard. Sonst, ich sage es Ihnen ehrlich, ich meine, das Thema ist völlig anders eben als in den USA, ja, in Österreich eine totale Nische. Ja. Also selbst der Begriff Roboterjournalismus auf Amazon führt im Moment zu 4 Büchern, ja, von denen eines so ein 67-Euro-Ding ist. Ne, das kennen also insgesamt, es bleiben 3 übrig und alle 3 liegen hier. Das ist eine Bachelorarbeit aus Deutschland, das ist der Armin Wolf und der Weber. Das hat sich sonst noch niemand damit beschäftigt. Ja. Also das ist kein großes Thema. Sie wissen es, es gibt zum Beispiel eine Professur für Roboterpsychologie, ne, die Frau Mara in Linz. Ne, wo ich mir gefragt habe, was ist eine Roboterpsychologie? Das habe ich dann verstanden. Also sozusagen die psychologischen Aspekte der Interaktion zwischen Mensch und Roboter. Dafür gibt es schon eine Professur. Ja. Die Frage ist immer, was ist der gesellschaftliche Need? Ja, ich sitze jetzt nicht da, um mir meine Professur für Automated Content zu schaffen. Dafür bin ich auch zu wenig Experte. Ich habe es als Sachbuchautor gesehen jetzt. Ja. Also die Professur für Automated Content würde ein Informatiker bekommen. Aber natürlich, sozusagen, man versucht ein Thema zu platzieren, wissen Sie, was ich meine? Und für mich war es ein wichtiges Thema. Und es ist aber für die Politik oder so nicht einmal ein Nischenthema. Ja, also es ist kein großes Thema. Wobei ich sage, wenn Sie kommen eben mit Algorithmen, ja, oder quasi den Begriff künstliche Intelligenz verwenden, dann horchen alle auf. Ne? Also, oder wie Sie vorhin gesagt haben, autonomes Fahren ist ein Riesenthema, ist eine Riesendiskussion. Wollen wir das? Da schauen wir uns die Unfälle an, welche Fehler können passieren. Wollen wir überhaupt Autos, die immer mehr und mehr automatisiert sind? Ist nicht mein Auto, das es ein Blind macht, wenn es 4 Grad hat, was kein Mensch bestellt hat? Ist das nicht eh schon Automatisierung genug? Das ist eine Diskussion. Ja. Aber wollen wir automatisch erzeugte Tageszeitungen oder Magazine? Naja. Scheint ein bisschen an der Öffentlichkeit vorüberzugehen. Und unter den Studierenden, glaube ich, hätte ich die Themen nicht vergeben, wäre, glaube ich, keiner auf diese Themen gekommen in Wien. Ja.
Aber ist ja okay, man kann ja auch mal proaktiv ein Thema setzen und schauen, ob es eben sich weiterentwickelt. Ne? Aber dann vielleicht von einem anderen Blickwinkel aus, welche Erwartungen haben Studierende, die jetzt gerade im Publizistikstudium drinnen sitzen? Wie stellen sie sich ihre Arbeitswelt in 3 bis 4 Jahren vor, wenn sie fertig sind? Ich meine, ich vermute mal, dass einige studieren, um in den Journalismus zu gehen, einige vielleicht in den Unternehmenskommunikation oder so. Aber was sind so die Ziele oder Vorstellungen? Oder gibt es überhaupt Vorstellungen von Studierenden? Ja, Sie versuchen jetzt den Spagat zum Addendumartikel zu schlagen. Das ist jetzt natürlich ein anderer Vortrag, ja, den ich jetzt Ihnen nicht auch noch antun möchte. Nein, aber es geht ja mit dem Szenario, oder die wir so diskutiert haben, schreibt sie auch ein bisschen, wie schaut die Zukunft vielleicht aus. Ja? Und damit setzen wir uns also vielleicht auseinander, wenn man jetzt gerade in einer Ausbildung ist. Es gibt in der Kommunikationswissenschaft ja gerade eine Entwicklung. Sie sind ja selber Absolventin oder Studentin oder... Nein, ich habe ein Sprachstudium gemacht. Okay. Das heißt Computational Communication Science. Und der Überbegriff dann über alles ist die Computational Social Science. Also das heißt, wir haben ähnlich wie mit den künstlichen neuronalen Netzen bei der Content-Generierung in den vergangenen Jahren einen Quantensprung gehabt, was die Weiterentwicklung der Methoden anbelangt. Das war ja 10, 15 Jahre einer der Neuroschenschaft und plötzlich kam eine Initialdissertation vom Herrn Scharko zum Thema automatisierte Inhaltsanalyse. Und jetzt sagen wir, also in Wien zum Beispiel ist die ganze Methodenausbildung in diesen Bereich hineingebracht worden. Automatisierte Inhaltsanalysen, Big Data Analysen von Tweets und so weiter und so fort. Wer vor 10 Jahren oder vor 10 Jahren, also okay, vor 15 Jahren undenkbar gewesen. Das heißt, die Automatisierung ist ja nicht nur ein Thema in der Praxis dann draußen, ja, dass ich sage, okay, muss ich als Marketingprofi zum Beispiel wissen, was die Software Quark kann. Ja? Quark ist so eine typische Automatisierungssoftware, muss ich damit umgehen können. Ja? Also genügt das, wenn ich das und das und das kenne, oder sagen wir Nimble und Co. und irgendwelche anderen Sachen, dann muss ich mich im Bereich der Marketing-Automation auch auskennen. Ja? Die Lehrpläne, also ich kann es nur von Wien sagen, gehen dann eben mit. Die gehen da nicht mit, das ist zu konservativ. In der Methodenausbildung haben wir den Schritt um 10 Grad nach vorne, da wird jetzt die zweite Professur sogar für Computational Communication Science belegt, ja, wieder mit Schwerpunkt agentenbasierter Modellierung, automatisierte Inhaltsanalysen. Ja. Da sind wir also State of the Art und was die zum Beispiel die anderen Sachen, ja gut, das wird mein Job sein, weil ich kriege in einem Jahr eine Vorlesung, die heißt dann, ich weiß nicht, Medieninnovationen, die muss das halt anbringen. Ja. Also halt, aber bitte noch einmal nicht als Informatiker, als Linguist, sondern als Kommunikationswissenschaftler. Aber ich glaube, müsste man eine Befragung machen, kann ich als Bachelor-Thema vergeben. Also ich glaube, dass das im Moment kann irgendwie bewegt. Ja. Die Frage, lerne ich hier vielleicht was halt, was in 5 bis 10 Jahren in die Software macht. Ne. Ja, schauen Sie, das ist so wie. Ich wollte gerade sagen, der Lissmann hat glaube ich mal gesagt, Bildung sozusagen für die Zukunft fit machen, ist an sich falsch gedacht, weil die verändert sich so rasant. Das heißt, wer mich im Jahr 1994 für die Zukunft fit machen wollte, hätte wissen müssen, wo wir einstehen und hätte es sozialen Medien vorhersagen müssen und vieles anderes, das ist sowieso falsch gedacht. Ja. Also insofern. Ich fände es spannend, in dem Bereich was zu machen, also im Bereich des Content Strategy Lehrgangs, ja, ist es sicherlich, also einerseits zum Beispiel so ein Überblick über Marketing Automation Tools, ein Überblick über Content Automation Tools und auch eben die Frage der Akzeptanz des Einsatzes, erstens und zweitens der Akzeptanz dieser Tools, ist eine tolle Forschungsform, keine Frage. Aber ich sehe mich da wieder mal so eher so als Solist, der zu dem Thema spricht und halt. Einige andere interessiert es in Österreich, in Deutschland interessiert es mehr und in Amerika interessiert es viele. Ja. Wie das halt so ist. Haben Sie noch Fragen? Wir werden perfekt in der Zeit stehen. Ich nehme an, es wird vielleicht noch individuell eine oder andere Frage geben. Gerne. Wir müssen etliche Exemplare zu signieren haben. Ich brauche nichts. Du wirst einen Durst haben. Ah, nicht. Du wirst gleich ein schwedisches Bier trinken. Ja, auch das für vor dem nächsten Vortrag sicher. Sicherheit. Und ich aber zwicke. Okay. Dann noch. Auf jeden Fall, Stefan, vielen herzlichen Dank. Ja, es ist noch das ist nicht so schön.
Es ist noch viel an Themen aufzuarbeiten, deswegen jetzt schon meine Einladung, bald wieder zu uns zu kommen. Gerne. Das wird immer ein neues Thema. Also Moment, ich wollte die Erfahrung für gleich selbst einladen, der ist ja noch ein Referent, der ist eigentlich unverschämt. Ja. Aber eben zum Thema Studierfähigkeit wäre sicherlich was zu sagen. Ja. Ja. Eben, was Sie gefragt haben, so in die Richtung, was können Studenten heute, wie schaut es eben mit der Sprachkompetenz aus, wie schaut es mit dem proaktiven, kreativen Denken aus? Haben wir auch gerade diskutiert, das ist wirklich ein tolles Thema. Ja. Wie kann man die Didaktik so angehen, ja, dass man das Maximale aus den Leuten herausholt? Habe mir jetzt einige Semester Gedanken gemacht, habe Motivationsscheiben für Bachelor-Seminararbeiten eingeführt, habe die Sachen mit Moodle ein bisschen anders angelegt. Naja, sie haben, das sind vielleicht so Kleinigkeiten, aber das ist. Mache Plagiatsprüfung von allem, ja, also nicht nur die Abschlussarbeit, sondern von jedem Segment. Ich mache die Bachelorarbeiten nur noch modular, das heißt, niemand schreibt zu Semesterende Arbeit, ja, sondern der schreibt zunächst das Motivationsschreiben, wird seine Einleitung, die Forschungsfragen und Hypothesen, dann kommt Theorieteil, Start der Forschung, also das wird von Mal zu Mal Stück für Stück bearbeitet, ja, so lauter so Sachen, wie kann man es besser machen, nicht, dass qualitativ hochwertige Arbeiten herauskommen. Das ist sicher ein tolles Thema. Und das dritte Thema, dann komme ich gleich dreimal nach Graz und beim dritten Mal habe ich dann Zeit. Beim dritten Mal Zeit für die Altstadtführung, bitte. Ja. Das ist natürlich das ganze große Thema EU-Urheberrechtsreform. Ja. Also das ist ja für Sie, Sie haben es eh alle verfolgt, jetzt entweder berichten selber drüber oder lesen es, also diese völlig absurde Diskussion über Leistungsschutzrecht und Uploadfilter und was da wieder an Überregulierung auf uns zukommen. Ja, aber es ist schlimm genug, dass es solche Formen des Lobbyings gibt und dass das dann verkauft wird als das Gesetz, die Reform, die uns fit macht für die Digitalwirtschaft, weil es ist meine Auffassung auch genau das Gegenteil der Fall. Ja. Also das sind sicherlich dann auch Themen, die man vielleicht in diesem Kontext behandeln kann. Ja. Vielen herzlichen Dank. Danke auch Ihnen und es bleibt noch danke für das zahlreiche Erscheinen. Oder andere individuelle Gespräche. Herzlichen Dank. Danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!